Da bin ich wieder. Da ist er wieder. Willkommen zurück zu einem neuen Video und heute machen wir unser erstes Reactions-Video aus gegebenem Anlass. William und ich haben ja eine Vergangenheit zusammen auf YouTube bei euch und da ist dieser kleine Mann nicht wirklich gut weggekommen. Man kann auch sagen, ich bin ein bisschen viral gegangen. William ist ungewollt viral gegangen und wir wollen uns jetzt einfach mal kurz nochmal das Video mit euch zusammen angucken und danach auch ein bisschen auf die Kommentare eingehen, wo so der ein oder andere Gassenhauer sich versteckt hat. So ein kleiner Internet-Rambo, wo wir jetzt vielleicht auch mal so unser Senf dazugeben dürfen. Ja? Und zwar, es war ein Video, 5 Trainingstipps, hat mittlerweile, keine Ahnung, 200.000 Klicks. Und wurde damals aufgenommen und ich hatte William hat bei uns ein Praktikum gemacht und habe ihm gesagt, er soll doch gerne sich mal mit ins Video begeben. Am Ende hat er leider kein Wort gesagt, beziehungsweise ich habe ihm quasi die Luft genommen. Und wir schalten einfach mal ganz kurz rein, damit ihr wisst, wovon wir sprechen. Ihr könnt so viele 180er werfen, wie ihr wollt, wenn ihr nicht checken könnt, bringt euch das Ganze. Da sieht man nicht. Hauptsache lächeln. Hauptsache lächeln war die Anweisung für ihn. Zurück zu MyDarkPile. Wir haben heute unseren jüngsten Gast bei uns. Und es warten auf euch 5 wichtige Trainingsspiele, die euer Spiel garantiert besser machen. So, William hat immer schön mitgenickt, immer schön gesagt, so, jetzt hier geht's los. Wir müssen aber auch dazu sagen, Tim hat gesagt, wir machen mal ein Video, wie man besser wird im Dart. Und ich dachte, ich werde dann natürlich auch mal irgendwas dazu anmerken dürfen oder was auch immer. Dann stellen wir uns da hin, alles soweit fertig, Tim fängt an, ich warte die ganze Zeit, denke mir so, ja, wann darf ich denn mal sprechen? Und ich habe also bis zum Ende habe ich eigentlich gewartet und dann irgendwann kam halt das Signal, ja, heute wird das nichts mehr. Ich dachte mir, wow, dafür mache ich ein Video. Ja, das war am Ende ein bisschen ungewollt, ein bisschen ungünstig. Ja, aber wir können ja mal, wir gehen einfach mal durch einen Schnelldurchlauf durch und wir gucken jetzt mal nur auf dich, ne? Mhm. Gibt's einen Punkt? Wenn ihr hier seid, gibt's 2 Punkte aus Doppelfeld. Hast du Anfänger oder vielleicht mal sehr junger Spieler, wie diesen Beispiel sind 18 oder immer schön grinsen. Ja, okay. Ich glaube, das reicht für jetzt. So, und jetzt wollen wir aber jetzt erstmal in die Kommentare reingehen, weil das interessiert uns ja wirklich. Natürlich auch nützliche Kommentare, aber es gibt auch viele, die meine Person betreffen. Ja. Also ich muss sagen, mittlerweile wurde der bestklickteste Kommentar abgelöst von Thomas Gruber, schießt man 80 in die 5 und 20 in die 1, dann will ich lieber gleich sein lassen. Aber wir wollen jetzt mal genau zum ersten. Also da ging es ja los mit Haching Doku. Shoutout geht raus. Was hat jetzt der kleine geschminkte Typ für eine Aufgabe? Die Frage haben sich 63 andere Menschen gestellt. Aber klar, auch verständlich. Was hat er zu suchen? So, Muse FN hat gesagt, das Gesicht von dem Praktikanten hat mich voll abgelenkt. Was macht er denn da? Trotzdem danke für die Tipps. Gern geschehen. So, für was steht der Junge im Bild? 11 weitere Leute haben sich diese Frage gestellt. So, seid ihr alleine auf diesen Mist gekommen? Ja, nicht ganz alleine, nicht ganz alleine. Der andere Typ war total umsonst, damit hat er wirklich recht gehabt. Ist der rechts daneben ein Mädchen? Die Frage habe ich mir auch. Ein bisschen, so ein bisschen Bartwuchs kommt mit der Zeit. Ein bisschen Bartwuchs kommt mit der Zeit. Hat er recht. So, aber jetzt wollen wir mal die richtig guten sind, die kommen ja erst am Ende. So, einer hat sich wirklich richtig abgelenkt gefühlt. Er hat geschrieben, na toll, jetzt musste ich wegen euren Kommentaren nur auf das verliebte Grinsen vom Praktikanten gucken. Aber trotzdem danke für die Tipps. Gerne. So. So, da wird es jetzt schon richtig aggressiv. Der Hund rechts von dir hat nichts gemacht, war komplett unnötig, den im Video zu haben. Na, danke aber auch. Was macht der Kleine da im Video? Der sagt ja nicht mal ein Wort. Der kleine Junge hat Kurdistan in der Nase. Niemand. Wirklich absolut niemand. Mal dafür stellen wir einen random Typen in die Ecke, der kein Wort sagt und generieren 100.000 Abos. Das ist gut aufgegangen, der Trick. So, wenn du dir bei 6 Minuten 20 denkst, Gott sei Dank, der Junge ist doch nicht stumm. Was ist denn das für ein Zwerg da? Warum steht da ein kleiner geschminkter Kerl, der den Redner verliebt angrinst, durchgängig? Ich wusste gar nicht, dass du dich geschminkt hast an dem Tag. So, das war. Wozu brauchst du den Stiff?
Liegt es an mir oder sieht der Praktikant aus wie ein Mädchen? Ich glaube, es liegt an dir. So. No front, natürlich. No front, no front. So, hat mir gar nicht geholfen. Hä, was hatte der jetzt, der Junge, für eine Mission? Einfach gut aussehen. Das war seine Mission. Fuck, ist der recht irgendwie. So, Schwachsinn generell spielt in der Liga. Nettes Mädchen, die Kleine rechts. Wie die denn lang anschaut. Lieber auf den ersten Blick oder anhimmeln. Tja, so ist es. Okay, wir haben insgesamt, glaube ich, wie viele Kommentare haben wir gesammelt? 158 Kommentare. Oh, gehen auf mein Konto. Am Ende bist du nicht wirklich gut weggekommen, aber wir haben die Erlösung für euch. Und zwar, William hat nächste Woche nochmal einen neuen Auftritt bei uns auf YouTube. Nicht nur er, sondern auch unser neuer Mitarbeiter Asen wird auch mit dabei sein. Wir spielen Killer Darts, das Dartspiel, das Party-Dartspiel könnte man sagen. Auch da hat William nicht unbedingt gut abgeschnitten. Da kann ich jetzt schon mal hier so ein bisschen rausteasern, ja. Aber ich will euch jetzt ja natürlich ein bisschen auf die Folter spannen. Deswegen, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Gebt gerne ein Like diesem Video. Sagt auch gerne Bescheid, wenn wir mehr davon machen sollen. Kommentiert. Was soll man noch machen, William? Abonnieren. Fleißig Kommentare da lassen. Vielleicht wieder ein paar Schmunzler drumherum. Genau, vielleicht kommen auch wieder hier ein paar neue Kommentare mit ins Video, die wir beim nächsten Mal wieder eifrig gegenkommentieren dürfen. Und dann würde ich sagen, genau, einfach nur abonnieren, Glocke anmachen. Zum zweiten Mal schauen. Genau, man kann es nicht oft genug sagen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ihr kennt es, Good Darts.